Sie haben in der Vergangenheit, in den letzten Tagen auch gesagt, Sie würden dafür plädieren, dass die Impfpflicht zwar bleibt, aber die Bestrafung aufgehoben oder ausgesetzt wird jetzt auf Weiteres. Ist das nach wie vor noch aktuell oder auch mit diesen Öffnungsschritten vielleicht zu überdenken? Also heute wurde es nicht endentschieden, weil wir jetzt nicht so sehr über die Frage von Strafen gesprochen haben, sondern über die Frage diskutiert haben, wie geht es im Herbst tatsächlich weiter. Und die Experten versucht haben, uns, glaube ich, auch zu erläutern, es könnte schon sein, dass im Herbst was Neues daherkommt. Und da müssen wir rückwärts rechnen und schauen, bis wann muss wer wie geimpft sein, mit welchem Impfstoff. Das war die zentrale Fragestellung. Für die Frage Strafen aussetzen, ja oder nein, ist jetzt ja auch diese Expertenkommission auf Bundesebene eingesetzt worden. Wir haben da ja auch noch Zeit bis zum 15. März hin. Also die nächsten Wochen, glaube ich, wird die Frage noch erläutert werden, wie es dort konkret weitergeht. Wir nehmen uns da noch einmal Zeit, um drüber zu gehen. Und das ist, glaube ich, wichtig.